Soll ich jetzt Ibiza sagen? Das schönste Land der Welt. Dass ich extrem viel darauf Wert lege, zu Fuß zu gehen, mit dem Rad zu fahren, selber zu schauen, möglichst das Auto stehen zu lassen, damit auch vorbildhaft zu sein für andere. Und jeder kann in seinem Bereich etwas tun. Beides hat seinen Reiz. Sommer ist mir aber trotzdem einen Beut lieber. Ja, dann möchte ich die Dinge tun, für die ich jetzt weniger Zeit habe, noch mehr Sport betreiben, noch mehr mit der Familie unternehmen und hoffentlich auch mit meinen Freunden noch viele schöne Stunden zu verbringen. Beides, glaube ich, am Ende des Tages nicht entscheidend für die Zukunft Österreichs. Ich glaube, wichtig ist, dass wir den Menschen sagen, wie wir Österreich positiv verändern wollen. Von Türkis Blau bleibt, dass viele inhaltliche Dinge positiv umgesetzt worden sind. Ende der Schuldenpolitik, Familienbesteuerungsreform, die größte Reform Österreichs. Viele positive Dinge, das sehen die Menschen auch so. Es wäre wahrscheinlich für die jetzige SPÖ-Parteivorsitzende besser und es wäre lieber, wenn Christian Kern sich nicht zu Wort melden würde. Ja, nimmt für mich nicht akzeptable Formen an. Es wäre gut, wenn wir wieder einen neuen politischen Stil pflegen könnten. Über Witze, über lustige Begebenheiten im alltäglichen Leben. Wütend macht mich relativ wenig. Wütend bin ich dann meistens auf mich selber, wenn ich etwas nicht tue, was ich mir vornehme. Entspannen kann ich beim Laufen, im Wald, in der Stadt, am Land. Das ist die beste Entspannung. Soll ich jetzt Ibiza sagen? Ich glaube, ein Sommerhit in dem Sinn, hätte ich nicht registriert.